Ja, hallo Freunde, ich begrüße euch zu einem weiteren Teil von Three Skulls of the Tolteken, die drei Totenköpfe der Tolteken. Und wir waren bei den Indianern und wir haben alles getan. Eigentlich jetzt geht's zurück zum Friedhof. Und wir schauen mal, hier ist der Friedhof. Und dahin machen wir uns jetzt auf den Weg mit unserer Dresine. Und da sind wir. Und hier haben wir erstmal ein Seil und das nehmen wir natürlich mit. Und wir reden mal mit dem Papageien. Olli ist hübsch. Vater, ich habe gesündigt. Das auch noch. Bist du religiös? Vater, erlöse mich. Olli ist hübsch. Vater, ich habe gesündigt. Ich erteile dir die Absolution. Sündiger Papagei will seinen Brei. Quack! Olli ist hübsch. Vater, ich habe gesündigt. Das ist geil. Bereuet eure Sünden. Ich bereue. Aber niemand kann mir den Spaß nehmen, den ich gehabt habe. Quack! Olli ist hübsch. Vater, ich habe gesündigt. Ich exkommuniziere dich. Sie war ein sehr attraktiver Vogel. Quack! Ich bin der Papagei eines Papageis. Olli ist hübsch. Vater, ich habe gesündigt. Ich gehe dir einen Keks besorgen. Gott segne dich. Okay, dann kriegst du einen Keks. Ja. Gib Keks an Polly und dann nehmen wir Polly. Jawohl, und wir haben Polly. Gehen wir zu den Grabsteinen. Das weiß ich noch. Hier ist nämlich ein Grab und hier ist ein Beet. Gucken wir uns mal an. Das ist ja wohl das fruchtbarste Stück Land, das ich jemals gesehen habe. Und das werden wir jetzt mit der Hacke. Nutze Hacke. Und das. Jawohl. Nutze Hacke und Beet. Stunden später. Da haben wir jetzt Furche gemacht. Jetzt haben wir doch Samen bekommen. Nutze Samen mit Furchen. Und jetzt braucht man natürlich was mit Feuchten. Wir hatten doch eine hier, grüne Flasche. Nutze grüne Flasche auf. Ah! Na, einmal frei. Das sieht gut aus. Oh, da ist ja schon die Gerste da. Wir nehmen natürlich die Gerstenhalme. Okay. Dann geht's erstmal zurück. Zum was? Nicht zurück, aber wir waren ja noch nicht am Wasserfall. Haben wir ja vorhin gerade gesehen, hier hinten ist er. Und da begeben wir uns jetzt mal hin. Und schauen mal, was wir da so machen. Aha. Ah, hier können wir auch klettern. Na dann ab hoch. Ja, Fenimore. Oh, der klettert wie ein.
Da ist eine Höhle. Und Mann. Sieht doch ganz gut aus, finde ich. Ja, sieht ganz gut aus, ja. Was? Wer hat mir geschossen? Aha. Also noch mal hoch. Ist einer auf uns. Aha. Ja. Seil und Felsen. Ah, jetzt sind wir drinnen. Das sieht sehr schön aus und da werden wir jetzt mal schauen. Ein Gitter. Gucken uns das mal an. Klasse. Können wir das öffnen? Warum sollte ich? Ich glaube, wir sollten uns das noch mal überlegen. Okay. Ab. Na, dann hauen wir hier erstmal ab. Und wir machen mal zurück nach Big Town. Nachkommen. So, Big Town. So. Zack. Jetzt geht's natürlich. Nee. Die Kirche, wo ist die Kirche? Da ist er. Lass mich in Frieden. Ach so, ja, unser Papagei wollte ja was nutze. Papagei und Beistuhl. Okay. Lassen wir das lieber da, wo es ist. Kommt nicht. Kerzenhalter.
Hatten wir nicht eine Kerze? Ja. Nutze Kerze mit. Na, mal da hinlaufen. Okay. Streichholz haben wir da. Hatten wir nicht Streichhölzer? Aha, da. Streichhölzer mit Kerze. Jetzt? Weil der atmet so schwer. Entschuldigt, ehrwürdiger Vater. Was gibt's, Ungläubiger? Was ist hier Ungläubiger? Bitten Sie Bruder Anselmo heraus. Er soll mir die Beichte abnehmen. Dieser nichtsnutzige Mönch. Hey, Anselmo! Komm sofort raus und nimm diesem Kerl hier die Beichte ab! Lass mich in Frieden, verfluchter Tagedieb von einem Priester! Mich kannst du nicht mehr beeindrucken. Kannst du mich hören, Anselmo? Komm her, oder soll ich dich erst raustreten? Jetzt komm schon! Du alter, boshafter Bettelmönch! Dann mal los mit deiner Beichte. Ich habe meiner Fleischeslust gefrönt. Da sind ein paar Gewehre drin. Die haben wir auch jetzt genommen. Und letzte Bank von Big Town. Name Bruder Anselmo. Hinterlegt goldener Schädel. Ich bin der größte Sünder des Universums. Also gut, ich sage dir diese Schöpfe ab in den Glockenturm. Ich erteile dir hiermit die Abs. Es muss heißen, dieses Vögelchen, Vater, ein Papagei. Dieser Papagei mit seinen protzigen Farben. Es war eine unwiderstehliche Versuchung. Vögelchen? Papagei? Was für ein Papagei? Jetzt sind wir oben im Glockenturm. Aha. Schauen wir uns mal die Kommode an. Klasse. Öffne. Das kann ich nicht. Wieso nicht?
so eine Art Lehrbuch. Aha, ein Lehrbuch. Na, schauen wir uns doch mal an. Darin steht, benutzen Sie falsche Asse mit falschen Scheinen. Hallo, was möchtest du denn? Ja, was möchte ich denn? Ich will da rein. Geht nicht. Meine Freundin will nicht, dass ich mit irgendwem rede. Warum erlaubt sie dir denn nicht, mit Leuten zu reden? Mimi sagt, ich wäre eine Quasselstrippe. Möchtest du mit mir spazieren gehen? Geht nicht. Meine Freundin Mimi lässt mich nicht ausgehen. Warum erlaubt sie dir denn nicht rauszugehen? Mimi sagt, Männer nutzen schutzlose Mädchen wie mich sofort aus. Mir scheint, dass Mimi dir nicht sehr vertraut. Ja, dabei weiß sie nicht, dass ich weiß, wo das Geld versteckt ist. Wo versteckt Mimi denn ihr Geld? Kann ich dir nicht sagen. Bist du eine Prinzessin oder so? Ich bin nur eine Tänzerin. Mimi sollte ihr Geld lieber zur Bank bringen. Sie versteckt es lieber in ihrem Kopfkissen. Sie traut Banken nicht. Wann kommt ihr zum Tanzen runter? Sobald der Klavierspieler auftaucht. Er spielt richtig gut Klavier. Ich habe den Klavierspieler schon getroffen. Erzähl das Mimi. Sie kommt gerade auf den Balkon. Mhm. Also, die hat Geld unter dem Kopfkissen. Wie war das jetzt? Ah, da ist ein Eimer. Den nehmen wir. Damit kriegt man, mit der Wolke kriegt man dann Wasser. Alles klar. Er ist aus Holz. Ach, da ist schon Wasser drin. Okay. Okay. Dann gehen wir hier mal raus. Jetzt gehen wir mal zum Barbershop. Hatten wir nicht einen Ballon gehabt? Die wollte doch einen Ballon haben. Ja. Gib Ballon an alte Lady. Oma, kannst du mir diesen Ballon reparieren? Natürlich, Sonnenscheinchen. Gib mal her. Hier hast du ihn. Schön. So. Wo war denn jetzt die Bank? Ach, hier drüben. Hier ist die Bank. Und rein. Und jetzt.
sehe ich. Und was nun? So. Halt, rein mit dir. Ach, hier, ja genau. Nutze. Hallo, wie geht es Ihnen, Bruder Anselmo? Wollten Sie mal vorbeischauen und nach Ihren goldenen Schädeln sehen? Ja, geben Sie mir bitte Ihren Beleg. Hier, bitte. Alles in bester Ordnung, Bruder Anselmo. Aber ich muss Ihnen mitteilen, dass der Geldschrank defekt ist. Das Schloss wurde beschädigt und der Schlosser kann vor nächster Woche nicht kommen. Das ist die unprofessionellste Bank, die ich kenne. Das wussten Sie doch schon, bevor Sie hier Kunde wurden. Ich werde mich beim Manager beschweren. Der Manager ist derzeit irgendwo in Mexiko, auf der Flucht mit den gesamten Lohngeldern der Minengesellschaft. Hallo, was wünschen Sie, Mr. Fillmore? Ich möchte meinen Kontostand erfahren. Dann zeigen Sie mir bitte Ihr Sparbuch. Hier ist es. Gut. Einen Augenblick. Dieses Buch ist ausgestellt auf Bruder Anselmo. Tut mir leid, aber Sparbücher sind persönlicher Natur und können nicht übertragen werden. Hallo. Was wünschen Sie, Mr. Fillmore? Über meinen Bruder Anselmo. Erzählen Sie mir was. Der Schädel, der hier deponiert wurde, gehört mir. Ja, und? Ich will, dass Sie ihn mir wieder zurückgeben. Tut mir ausgesprochen leid, aber wir können uns nicht in familiäre Streitigkeiten von Kunden verwickeln lassen. Das widerspräche unserer Bankregel 1025. Hallo. Was wünschen Sie, Mr. Fillmore? Ciao. Ich möchte meinen Kontostand erfahren. Dann zeigen Sie mir bitte Ihr Sparbuch. Ach, herrje, ich hab's nicht bei mir. Es steckt wohl noch in meiner anderen Hose. Sorry, kein Sparbuch, kein Service. Aus Sicherheitsgründen, wissen Sie? Irgendwas fehlt ja noch. Der Schlosser war noch nicht da, Bruder Anselmo. Aber ich muss unbedingt mein Gold berühren. Sie werden sich wohl gedulden müssen. Der Schlosser war noch nicht da, Bruder Anselmo. Das ist die unprofessionellste Bank, die ich kenne. Das wussten Sie doch schon, bevor Sie hier Kunde wurden.
Ich werde all Ihren Kunden empfehlen, ihr Geld abzuheben. Bitte tun Sie sich keinen Zwang an. Hallo, was wünschen Sie, Mr. Fillmore? Ich möchte mein Konto auflösen. Aber warum denn? Man erzählt sich, diese Bank sei finanziell so stabil wie ein Tresor aus Rührei. Aber das könnte bedeuten, dass ich meinen Job verliere. Der Schlosser sitzt gerade. Wegen Einbruchdiebstahls. Ach, wenn wir nur jemanden fänden, der den Geldschrank aufbekäme. Moment mal. Aber wenn Sie ein Schlosser sind, könnten Sie nicht versuchen, den Safe zu öffnen? Naja, versuchen könnte ich es schon. Bitte, versuchen Sie es. Ich weiß nicht so recht. Ich flehe Sie an, das könnte meinen Job retten. In Ordnung. Ich kann nicht einfach tatenlos zusehen, wie jemand wegen so einer Nichtigkeit wie absoluter Inkompetenz seinen Job verliert. Großartig. Bitte sehr. Ich hab's. Großartig. Aber das ist nur unsere Hochsicherheitstüre. Der Geldschrank ist im Keller. So, Freunde, und hier werden wir jetzt erstmal Schluss machen und sehen uns dann im nächsten Teil hier wieder. Also macht's gut und tschüss.